Schaut man in die Geschichtsbücher, so scheint Krieg eine ganz klare Sache zu sein. Die Gewinner hier, die Verlierer dort. Das mag im Rückblick über Jahrhunderte oder für Staaten als Ganzes auch seine Berechtigung haben. Aber genau besehen stellen sich die Dinge doch weniger eindeutig dar. Die Mutter aus dem siegreichen Land zum Beispiel, die alle ihre Kinder verloren hat, kann sich kaum als Siegerin fühlen. Aber der ehemals politisch Verfolgte auf Verliererseite ist plötzlich der Gewinner des verlorenen Krieges, denn endlich kann er frei seine Meinung äußern. Oder aber kennt der Krieg, so gerecht er auch genannt wird, sowieso nur Verlierer? Ein Stück, das davon erzählt, was der Krieg aus Menschen macht und wie sich Verlierer in die Illusion von Gewinnern flüchten, ist Bertolt Brechts Mutter Courage. Es gebe noch immer kein besseres Stück über normale Menschen im Krieg, sagt der Regisseur Peter Zadek, dessen Inszenierung der Mutter Courage vorgestern am Deutschen Theater in Berlin Premiere hatte, mit Angela Winkler in der Titelrolle. Christoph Rüther hat die Endproben besucht. 1949 hatte Mutter Courage Premiere am Deutschen Theater in Berlin. Jetzt befreit Peter Zadek wieder am Deutschen Theater den ergrauten Klassiker vom Staub und präsentiert ein starkes und aktuelles Stück. In denen es besser laufen kann. Das Frühjahr kommt. Ach, auch du Christ. Im Jahre 1949 waren die Berliner mit der Kunst des Überlebens beschäftigt und nicht mit Theater. Dennoch gelang dem aus der Emigration nach Ost-Berlin zurückgekehrten Dichter und Regisseur Bertolt Brecht mit Mutter Courage, in der Hauptrolle seine Frau Helene Weigel, ein erstaunlicher und langjähriger Erfolg. Ist ein ganzes Kind. Ihr wollt ihn mir zum Schlachtgang führen. Ich kenne euch, ihr kriegt 50 Mark für ihn. Mit der Courage zeigt Brecht, dass die großen Geschäfte in den Kriegen nicht von den kleinen Leuten gemacht werden. Steckt euch nieder, ihr Lumpen. Wir verkaufen ehrlich. Leinen und Schinken und sind ordentliche Leute. Ja, das sieht man, wie ordentlich ihr seid. Vorher hast du eingestanden, du lebst vom Krieg. Aber wie soll Krieg sein, wenn es keine Soldaten gibt? Damit haben wir auch im Krieg geprobt. Das ist komisch, die Welt ist wirklich voller Kriege. Bei Hamlet war das auch. Ja, wie war das? Oh, da hast du in allen Zeitungen und im Fernsehen immer nur diese Kriegsberichte gesehen und gehört und du warst voll engagiert mit diesem ganzen Unsinn. Das ist keine Minute. Courage kämpft sich durch den Krieg. Sie wird dabei ihre drei Kinder verlieren. Im Allgemeinen kann man sagen, dass uns gemeine Leute Sieg und Niederlag teuer zu stehen kommen. Das Beste für uns ist, wenn die Politik nicht recht vom Fleck kommt. Das Berliner Ensemble von Brecht galt lange als stilbildend und hatte große Erfolge im Ausland. 1956 sieht der junge Peter Zadek ein Gastspiel der Courage in London. Für ihn war es ein absolut erschütterndes Erlebnis. Plötzlich saß man da, sagt Zadek, und dachte, Theater kann also auch intelligent sein. Nach diesem Gastspiel konnte man nicht mehr so Theater spielen, wie man es vorher getan hatte. Nicht dabei, der Krieg ist nichts als die Geschäfte. Der Krieg ist nichts als die Geschäfte. Und statt mit Käse ist's mit Blei. Da habe ich so Fotos gesehen von der Weigel und so mit dem Wagen, das Verhärmte. Da habe ich halt gleich gedacht, nee, verhärmt möchte ich sie nicht machen. Ich möchte zigeunerischer machen, so bunter. Und dass ich auch lachen kann. Habe ich auch gelacht, oder? Ich habe doch viel gelacht, ne? In der Stadt schießen sie sich mit den Lutherischen. Im Theater der Wahrhaftigkeit des Peter Zadek ist die phänomenale Angela Winkler die ungekrönte Königin. Warum sind Sie denn betreten? Was ist los? Nix. Doch, es ist was. Ich sehe es Ihnen an.
Wahrscheinlich, weil wieder Krieg ist. Jetzt kann es bis morgen Abend dauern, bis ich was in den Magen krieg. Das sind ja also jetzt keine Krieger, die schießen oder so, sondern wie überlebt man in einem Krieg und was macht man da? Und das ist ja alles ganz furchtbar. Und, aber trotzdem, man muss irgendetwas tun, damit man überleben kann. Auch Geschäfte machen zum Beispiel. Bei Brecht lernt die Courage nichts aus ihren Katastrophen. Sie glaubt an den Krieg. Bis zuletzt. Auch da liegt die Aktualität des Stücks.